Hallo zusammen. Neben vielen anderen Sachen, die ihr hier so seht, von Schienen über Molly über sonst was, liegen hier überall solche Holzkisten in verschiedenen Größen, verschiedenen Tiefen. Und ja, was die für einen Sinn machen, das zeige ich euch mal. Und zwar werden die jetzt, nachdem ich sie alle geleimt habe und gebaut habe, werden sie jetzt in erster Linie mal lackiert. Das gucken wir uns mal an. Hier sind jetzt schon lackierte, die werden schwarz. Und diese Kistchen, die haben einen Zweck. Das werden, dass man was reintun kann, und zwar an meine Twizy Memorial Wand, wo man mal sehen kann, was an einem Twizy alles an Teilen dran ist, die man warten muss, die kaputt gehen können etc. Und zwar wird die so aussehen. Ich habe hier mal angefangen mit Teilen, die man bis dato vielleicht hier einfach irgendwie hinhängen kann. Das ist eine Handbremse oder hier der Türgummi, dass man hier einfach mal sehen kann, wenn der Türgummi kaputt ist, wohin das weht. Oder hier ein kompletter Lenkstockschalter, wo man dann auch mal zeigen kann, hier hinten, wo die Bremskabel laufen und wo die immer kaputt gehen. Und. Ja, und da will ich diese komplette Wand will ich mit diesen kleinen Schachteln, mit diesen Boxen bestücken und dann eben die neuralgischen Punkte, was beim Twizy kaputt gehen, da reinpacken, so dass, wenn jemand hier auf Besuch im TCC ist, dass man einfach mal zeigen kann, guck mal, so sieht das in live aus. Und das ist halt dann doch was anderes, als wie nur irgendwo auf dem Video das zu sehen oder jetzt mal in den Twizy reinzukrabbeln und zu gucken, ja, wie schaut es da im Twizy aus, wenn man das halt außen in die Hand nehmen kann. So ein Bremssattel, ist das mal eine ganz andere Nummer, als wenn man irgendwo am Fahrzeug angebaut ist. Schauen wir mal, wie das Ding aussieht, wenn es fertig ist, meine Twizy Memorial Wand. Ciao.